Es ist der 5. Mai und wir feiern heute den Namenstag von Jutta. Jutta, was bedeutet das eigentlich? Jutta könnte zwei Bedeutungen haben. Einmal von Judith stammen, des hebräischen Namens Judith, oder aus dem alten Nordischen, die aus dem Stamm der Jüten bedeutet. Das wäre die Namensbedeutung von Jutta. Jutta ist aktuell von der Namensaltersbestätigung 56 Jahre alt. Soweit unsere Bestimmung im statistischen Median. Warum feiern wir heute den Namenstag? Das liegt an Jutta von Sangerhausen, die um ungefähr 1200 in Sangerhausen geboren wurde und dem heutigen Chełmsee, also Chiemsee, in Polen gestorben ist. Sie war eine Wohltäterin und nach dem Tod ihres Mannes lebte sie als Einsiedlerin in Sangerhausen und folgte dann ihrem Bruder nach Polen oder nach dem Chiemsee. Sie entschloss sich im Endeffekt da eine Kirche zu gründen. Das ist die St. Georgskirche, die dort in Chiemsee dann gebaut wurde. Ja, welche berühmten Juttas kennen wir? Wir kennen Jutta Winkelmann, die Autorin. Wir kennen Jutta Speidel, die Schauspielerin. Oder Jutta Ditfurth, die war, glaube ich, Grünpolitikerin oder ist Grünpolitikerin, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, weitere Informationen zu Namen, unsere App Namechecker, die kann man im App Store und bei Google Play kostenfrei herunterladen. Und weitere Informationen zu Namen und Namenstagen, wie man diese im Marketing einsetzen kann, unter www.marancon.de/Namenstag. Herzlichen Glückwunsch an Jutta zum Namenstag.